Fußball 2000, hier ist die Kostic-Kater-Edition am Ende eines wilden Nachmittags. 1:1 spielt Eintracht Frankfurt bei Hertha BSC. Und es würde eigentlich so viel zu bereden geben über dieses Fußballspiel, über eine ganz schwache erste Hälfte, über einen fantastisch spielenden Randall Kolo Muani, in den ich mich jetzt schon schockverliebt habe, über die Analyse der großen Lücken, die es weiter in der Defensive gibt, über in der ersten Hälfte sehr schwache Flügel, über Spieler, die nicht richtig eingebunden waren in dieses Spiel. Und dann kommt diese 90. Minute und am Ende sitzt man hier und hat einfach einen riesen Hass. Einen Hass oder zumindest mal einen Hals auf den Videoschiedsrichter, auf überhaupt die Schiedsrichterleistung, die schon unabhängig von dieser Entscheidung in der 90. Minute, wie ich finde, eine absolute Katastrophe war. Schreibt ihr zunächst mal bitte in die Kommentare, wie es euch geht. Ich habe jetzt 20 Minuten gebraucht, um mich ein bisschen runterzufahren, denn unmittelbar nach dieser Entscheidung, nach dem zurückgenommenen Elfmeter, war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, dann hat der Fußball mich jetzt eben verloren. Also dann können wir auch zusperren. Dann braucht kein Mensch diese ganze Scheiße. Ja, dann können wir es sein lassen. Dann lasst uns nur noch Tatsachenentscheidungen wieder machen. Menschlich sein, mit Dingen, die mal für dich laufen, mit Dingen, die mal gegen dich laufen. Aber ein solcher Elfmeter mit einem klaren Kontakt nach dreiminütiger Überprüfung als klare Fehlentscheidung offenbar zu werten und den zurückzunehmen, das will nicht in meinen Kopf rein. Ich habe so eine Krawatte, wenn ich darüber nachdenke. Und es passt ins Bild der gesamten Schiedsrichterleistung. Und ich bin selten in dem Reflex, dass ich auf Schiedsrichter draufhaue, weil ich weiß, wie schwer das oft ist. Aber eine derart weltfremde Leistung über die 90 Minuten, wo du überhaupt merkst, du hast überhaupt kein Gespür für dieses Spiel, für die Bewertung von Situationen. Es ist komplett einseitig. Und da muss man auch mal das so formulieren dürfen, finde ich. Wie geht's euch damit? Könnt ihr euch erklären, warum dieser Elfmeter zurückgenommen wurde? Schreibt's in die Kommentare. Lasst ein bisschen Dampf ab, aber bitte immer auf dem anständigen, gesunden Niveau bleiben, weil alles andere bringt uns hier nicht weiter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Der Elfer wäre drin gewesen, die Eintracht hätte am Ende ein wildes Spiel gewonnen, das sie vielleicht auch hätte verlieren können. Es gibt, wie gesagt, eigentlich viel drumherum zu bereden, aber ich habe heute keinen Bock drauf. Ich habe jetzt, 20 Minuten nach Abpfiff, einfach keinen Bock drauf, über das ganze Sportliche zu reden. Das machen wir am Montag. Gebt uns gerne ein paar Anregungen dazu, worüber wir am Montag reden. Schreibt das bitte in die Kommentare. Montag machen wir große Folge. Vielleicht haben wir uns da ein bisschen abgekühlt. Vielleicht sind wir emotional ein bisschen runtergekommen. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn nicht, dann aus Gründen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht mehr. Und es gibt Gründe, warum ich privat eigentlich nur noch zum Fußball gehe, wo es keinen beschissenen VAR gibt. Weil ich es nicht mehr möchte, weil es dieses ganze Spiel und sämtliche Emotionen und auch viele gute, richtige, wichtige Dinge einfach kaputt macht. Und ich habe so keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Wirklich. Schreibt in die Kommentare, was euch sonst noch aufgefallen ist, bitte. Und vielleicht therapieren wir uns in den Kommentaren heute ein kleines bisschen gegenseitig selbst. Ich glaube, das ist nötig, weil der Tag ist jetzt sowieso im Arsch. In jeder Hinsicht. Ansonsten hören und sehen wir uns am Montag und wie gesagt, dann vielleicht auch noch mit ein paar anderen Aspekten, die heute jetzt zu kurz kamen, aber seht es mir und uns bitte nach. Fußball 2000 ist und bleibt bei euch und wir sehen uns dann am Montag und macht was aus dem restlichen Wochenende und gut. So, und zwar sprechen wir heute über noch aktive Eintracht-Spieler, die wir aber eigentlich schon mehr oder weniger vergessen. Man dachte immer, jetzt geht alles, es ging meistens gar nichts und damit der legitime Vorläufer von Jethro Willems. Und mittlerweile spielt er in der ersten thailändischen Liga. Ich komme noch schnell zu meinem. Ja, auf jeden Fall. Der laufende Muskelstrang. Der Weltmeister beim Warmmachen hat immer geile Tricks gemacht, ja. Aber sobald er gespielt hat, ist er komplett auf. Immer gelacht. Aber ich fand ihn irgendwie ein geiler Typ trotzdem. Ja. Hat mir richtig gut gefallen. Nach unserer Meinung konnte der nichts. Und Friedhelm Funke sagte den bis heute legendären Satz: Das geschulte Auge sieht mehr.